Na gut, ein so ein Leben zwischendurch kann ja nicht schaden. Also, Abenteuer. Wir machen jetzt keine Daily. Wir machen einfach nur ein ganz normales Leben. Und gucken, ob anderthalb Wochen oder was das jetzt war, nicht spielen, meine Fähigkeiten irgendwie positiv beeinflusst haben. Könnte ja passieren. Ich denke eher nicht. Also, Rainer, wir wollen nichts abkürzen. Wir wollen im Idealfall die ersten Level dazu nutzen, ein bisschen Gold und Küsschen und Ausrüstung zu sammeln. Das sieht schon mal gut aus mit Gold. Sieht ziemlich gut aus mit Gold. Oh, okay. Dich hätten wir auch noch gerne. Blondine höre ich bisher nicht. Peitsche. Okay, da oben ist nix. Unten ist nix. Zurück. Nee. Da einmal runterhangeln. Ein, zwei kleine Münzen können wir ignorieren. Warte mal, hier müssen wir rüberspringen. Ah, ja. So, euch werfen wir. Hält sich soweit alles in Grenzen. Hier ist Ende. Peitsch. Die eine Münze da oben nehme ich auch noch mit. So. Ich habe eben gerade eine Blondine gehört. Wo ist nun die Frage? Da schon mal da ausrennen, das ist sehr gut. Steinchen kommt mit. Und ich habe langsam das Gefühl, dass ich mich beeilen sollte. Geist und so. Du kommst mit. Du kommst mit. Irgendwie kommen wir noch nicht so ganz an die 10.000 ran. Dabei sah das am Anfang so gut aus. Und den Edelstein und der Kiste und so. Aber danach? Nix. Komm schon, Rubin. Nö. Nee. 8.400. Na gut. Dafür kein Schaden, Küsschen, keine Ressourcen verbraucht. Alles gut. Das sieht schon besser aus. Eine Brille. Unten ist ein Kali-Schrein, da oben ist eine große Binne. Stopp, du musst auch noch mit. Da wollen wir gar nicht wirklich runter. Da wollen wir nur temporär runter, um die Spinne zu killen. Das heißt, der Schlüssel wartet hier auf uns. Und wir bringen da ganz kurz die Spinne um. Welche Taste war jetzt Seil? Die richtige, sehr gut. Oh, ein Kletterhandschuh. Mein Fluch und Segen zugleich. Das war die falsche Taste. Oh, das war... Oh, doch erwischt. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, ich hätte sie nicht direkt damit beschmeißen sollen, sondern eigentlich das Nest, das Netz. Aber ja, Hauptsache sie ist tot. Und wir können uns dem Rest widmen. Schmeiß. Den Topf da oben lasse ich Topf sein. Oh, das hätte wieder den Typen treffen können. Also wir hätten gerne Seile. Ja, komm. So. Also Seile war ich mir halt nicht sicher, weil in welchen Situationen braucht man Seile und Kletterhandschuhe? Meistens, wenn man Kletterhandschuhe hat, braucht man keine Seile mehr. Aber kann ja passieren. Du wurdest schon ausgelöst, ja. So, du... Fall einfach runter. Neue Bomben, sehr gut. Erstmal dich. Jetzt haben wir Brille und Auge. Dann hätten wir noch gerne... Komm schon, doofer Kletterhandschuh. Dich da abgeliefert. Dich getötet und dich aufgemacht. Bomben benutzen, um Edelsteine zu bekommen. Ja.
hätte auch wieder in die Hose gehen können mit dem Typen hier rechts, ne? Oh, Geist, raus. So. Stirb. Oh, was war das? Und das ist auch keine schöne Kombination. Ein Götze direkt über einem Kali-Schrein. Aber erstmal die wichtigen Sachen. Danach kann ich... Wow. Und warum bist du da schon wach, Spinne? Das gehört sich aber nicht. Hm. Na gut, Bombe. Blondine in Sicherheit bringen. Oh, 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 oh. Das war sehr knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch stirbt, aber okay. Blondine wird geopfert. Tada, ein Baseballhandschuh. Der wird mir wieder Probleme machen, das weiß ich jetzt schon. Weil damit kann ich ja so richtig schön gerade weit werfen. Problem ist nur, ich werfe damit gerade schön weit. Wenn ich es nicht will. Warum habe ich da Schaden bekommen? Das war cool. Das war sehr cool. Also abgesehen von dem einen Schadenspunkt, wo ich noch nicht weiß, was es gemacht hat. Aber, ja. Oh, stimmt. Ich kann jetzt auch schwere Sachen ganz weit schmeißen. Das ist praktisch. Untödlich. So. Du? Kaputt. Abgegeben. So. Genau das meine ich. Der kann echt doof sein, der Baseballhandschuh. Aber ich dachte, ich nehme die Vase und schmeiße sie in die nächste Wand. Dabei habe ich sie genau wie jetzt in das halbe Level geschmissen. So. Ist da oben was? Ein so ein Todesrad. Nö, nicht wirklich. Die Vase nehmen wir noch hier mit und dann können wir auch schon raus. Jo, können wir raus. Hops, hops, hops und raus. So, wenn wir jetzt noch eine Blondine finden und die auch noch opfern, dann dürften wir diesen Blutkelch bekommen. Und der schien ja irre praktisch zu sein. Also genug tote Gegner bedeutet... Ah, kann doch praktisch sein, der Handschuh. Genug tote Gegner bedeutet, dass man nicht mehr Lebenspunkte bekommt. Also ich weiß nicht, wie das ist, 1 zu 1 oder was auch immer. Ich schätze mal eher so 3, 4 Gegner ein Leben. Schön ausgelöst. Bomben sind nicht mehr so schön. 2 Stück nur noch. Hm, könnte ein bisschen eng werden. Spuck bitte. So. Da können wir runter. Oh, Blondine werfen sollte jetzt auch sehr vorsichtig sein. Weil sie halt doch dezent weit fliegt. Ich habe ein Problem. Warum? Komm schon, muss er nach oben auch Schaden machen. Tut er aber nicht. Ah, okay. Das, ja. Das war mein Problem. Ich dachte, ich löse das Ding gleich aus. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Halbwegs. Spike-Schuhe. So, Shopkeeper macht nichts. Schlange, komm her. So, wir hätten gerne Bomben, Bomben, Spike-Schuhe. Und hey! Wieso kann der Blondine umbringen? Der Giftspucker. Normalerweise machen die Gegner auch keinen Schaden bei denen. Hm. Na gut. Dann halt... raus hier. Das war schade. So, 6 Lebenspunkte wären doch schon ganz schick gewesen für einen Dungeon. Für einen Dschungel. Und das ist zack, ein Rooster. Meint ihr nicht irgendjemand in den Kommentaren, dass wenn ich die Brille habe, dass ich auch hier gut sehen kann? Das sehe ich nicht so wirklich. Ich sehe nur tödliche Tiki-Fallen. Dunkelheit.
Da wäre eine Blondine. Da ist ein doofer Affe. So. Ich hätte gerne das Gold hier. Dann hätte ich gerne... Oh, da ist ein Bombenhändler. Wie mache ich das am besten? Ich glaube so. Dann kann ich die Fackel jetzt hier runterbringen und hier anzünden, wenn was zum Anzünden ist. Oh, und das... Das Level werde ich nicht rechtzeitig abschließen können. Oh. Warte mal. Was hat der gerade Okay. Ich wollte gerade fragen, was der geklaut hat, aber es war offensichtlich eine Bombe. So, Licht hätten wir da schon mal. Licht hätten wir hier schon mal. Und das reicht mir. Jetzt holen wir die Blondine. Spießen uns dabei hoffentlich nicht auf. Okay. Dann holen wir dich, spießen dich hoffentlich nicht auf. Und jetzt können wir Bomben kaufen. Eins, zwei, und das reicht. So. Okay, wir müssen erst die Fackel runterwerfen und wir gucken, was da ist. Dann müssen wir dich wieder mitnehmen. Und hoffen, dass die Fackel gut gelandet ist. Ja, ist sie. Zoing. So, wir haben ja Stachelschuhe an, deswegen war er tot. Ah, und hier ist ein Kali-Dingens. Menno. Wir hätten sie opfern können. Aber na gut, ich habe eben gerade gemault, dass ich gerne 6 Lebenspunkte hätte. Und die habe ich jetzt gleich, wenn ich nicht irgendwelchen Unfug hier anstelle. Was ich aber eigentlich ganz gerne will. Nicht wahr? Nicht wahr? So, viel besser. So, 10.000 Gold mehr, haben oder nicht haben, schon schick. So, jetzt bitte Totenlevel. Nö, ich höre wieder, das Wasser fließt. Also Killer-Piranhas, Riesen-Killer-Piranhas from Outer Space. Und, oh, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch die Blondine. Blondine. Und ich glaube, es gibt wirklich einen Film mit Zombie-Piranhas. Bomben nehmen wir hier. Oh, ich habe da sogar gerade was gehört. Ja, da ist was. Ja, da sind Piranhas. Kamikaze-Frosch. Oh, 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 oh. Okay, das hätte schlimmer ausgehen können. Und da ist der Schwarzmarkt. Okay, wir hätten gerne dich hier in Sicherheit. Dann hätten wir gerne hier eine Bombe, die sowohl Schwarzmarkt aufdeckt, als auch Zugang zur Kiste bringt. Mhm. Hätten wir gerne die Kiste. Die Kiste da hinten. Wobei da der Tiki mal am Weg ist. Geronimo! Geronimo, Geronimo! So, tot. Noch mehr Bomben. Sehr schön. Oh, warte mal, da ist noch eine Dings. Noch eine Kiste. Aber da bräuchte ich jetzt 2 Bomben, um ranzukommen. Nee, 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 komm. Nicht zu gierig werden. Das war jetzt schon sehr, 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 sehr viel Glück. Muss man ja nicht übertreiben. Also, du kommst mit. Kommst da rein. Kommst da weg. Komme ich dann auch rüber? Riskiere ich nichts. Ich will nicht in das Piranha-Becken auf Versehen reinfallen. Mist. Oh, oh, oh. Tja. Ja, 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 du mich auch, doofes. Nein, 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 nein. Ja, ja, Geist. Komm, mach mir noch mehr Panik. Also rein da. Das war nicht schön. Das war ganz und gar nicht schön. Ah, ich bin wach. Ich bin wach. Und wir haben 6 Küsschen und sind im Schwarzmarkt. Mit 40.000. Das ist zu wenig.
Also um das Ding jetzt zu kaufen. Nee, da will ich nicht lang. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Da ist wieder ein Arschlochfrosch, der genau dann wegspringt, wenn wir ihn brauchen, oder? Oh, 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 oh. Ja, 50.000. Nee, 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 nee. Ich stelle hier keinen Unfug an, nur um die doofen Angst zu bekommen. Da Bombenkisten. Nee. Komm schon, ich muss doch irgendwie 10.000 Gold noch zusammenbekommen. Ich hasse euch, die Gefallen. So. Oh, oh. Also haben wir es in Schwarzmarkt gefunden und nichts Ordentliches gekauft. Ah. So nicht. Genau so lieber. Ja, raus. Ich hätte eher vorher aufs Gold achten sollen. Und im letzten Level noch ein bisschen mehr farmen. Aber sei es drum. Da hätten wir noch eine Kiste. Mit wieder einer Brille. Sind wir nicht so toll. Und hops. Oh oh. Das muss schmerzhaft sein. Tiki-Fallen werden alle einfach weggebombt. Das ist mir sowas von egal, dass das Bombenverschwendung ist oder nicht. Ja. Da unten ist einer. Das war knapp, Äffchen. Wie komme ich zu der Blondine? Gar nicht, hm? Also nur über zigtausend Umwege. Hättest du ruhig in die Stacheln fallen können. Da ist der Ausgang. Sehr schön. Warum, wurde die Fledermaus nicht getroffen? Das war komisch. So, stirb Äffchen, stirb Frosch. Und da oben ist jetzt irgendwo die Blondine. Ja, nö. Bin ich nicht so wirklich motiviert, die zu suchen. Ich gehe lieber raus. Hallo Tunnelmann. Dich habe ich ganz vergessen. Das war eigentlich unser Auftrag. Die ganzen letzten 2-3 Folgen wollten wir nur zu ihm kommen mit einer Schrotflinte. Jetzt habe ich 50.000 Gold, war im Schwarzmarkt, wo eine Schrotflinte verkauft wird und ich habe sie nicht geholt. Ich habe keine Schrotflinte, lass mich in Ruhe. Menno. Dafür ist es ansonsten ein richtig cooler Run bisher. Okay, das war jetzt nicht beabsichtigt mit dem cool. Was machst du eigentlich? Ich kenne auch keine Götzen in der Eiswelt. Aha, sie brechen einfach weg. Das ist ganz schön mau, verglichen mit dem rollenden Stein und dieser komischen Todesbrücke. So, Ausgang wäre da unten. Oh, 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 oh. Die sind ganz schön langsam. So, ich müsste da oben hin zu der Blondine. Das klappt nicht. Oh, oh, oh. So, das klappt schon besser. Alle, hopp. Ja, du. Nein. Diese kleinen doofen Aliens. So, so, so. Das kommt noch alles mit.
Bomben könnte ich gebrauchen, aber da komme ich nicht ordentlich hoch in der Zeit. So, raus hier. Ich will gucken, was hinter der Eiswelt ist. Das wird nämlich langsam auch mal Zeit. Das sieht schick aus. Da wurde gerade ein Yeti gesprengt. Deswegen gibt es keine mehr davon. Oh. Komm, lass mich da raus. So, da unten ist der Ausgang. Da ist so ein Götzending, das wir nicht sprengen können. Oh, warte, du nicht. Stopp. Du bist jetzt tot, oder? Ja, du bist tot. Ich vergesse immer, dass es hier die bodenlose Tiefe gibt. Hätte ich sie nicht weglaufen lassen sollen, ne? Kiste? Nö. Ich will einfach nur noch raus hier. Ah. Ding. So, ich hätte gerne das da oben. Hätte ich gerne dich. Da muss ich gleich ganz schnell laufen. Oder ich mache das hier. Okay. Alles gut soweit. Oh. Ich glaube, ich habe gerade einen Pinguin mit einer Blondine erschlagen. Das passiert auch nicht alle Tage. Oh. Ja, komm schon, ich will dich. Aha. Oh. Das war nicht schön. Also es war ein lustiger Zufall, aber es war nicht schön für die Blondine. Oh, nein, nein. Ich mag keinen Instant-Tod. Ich hätte einfach... Nee, ich bin ausgerutscht und runtergefallen, da kann ich nichts gegen machen. Dann kam der Fallschaden und dann hatte ich halt nicht genug Zeit aufzustehen wegen dem Fallschaden, um der Mine auszuweichen. Schade, Level 11. Wäre 12 schon Hölle gewesen? Ich dachte nämlich, Hölle kommt als nächstes. Warte mal, 4. Ja, müsste 12 gewesen sein. Oh, nee, gar nicht. 1 bis 4, Mine. 5 bis 8, Dschungel. 9 bis 12, Eis. Okay. Nee. Aber trotzdem, 96.000 Gold bis zu Level 11 gekommen. Das ist mal wieder ordentlich gewesen. Es war noch keine Daily. Natürlich nicht. Und wir haben keine Schrotflinte gekauft. Warum auch? Wir wollten ja bloß den Bombentyp freischalten. Nee. Aber trotzdem wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye.